Ich sag, ihr kennt ja bestimmt alle Frau Holle. Und da gibt's die Pechmarie und die Goldmarie. Und übrigens ein Märchen von den Gebrüdern Grimm, die jetzt gerade 200 Jahre alt waren, die, na, nur dazu zur Frau Holle. Und da gibt es ja die Pechmarie und die Goldmarie. Und du wirst dich fühlen, wenn du diese Energie spüren darfst, wie die Goldmarie. Du wirst dich so spüren, weil allein die Energie von Metatron ist unglaublich. Für dich wird eine neue Tür geöffnet. Eine Tür zum Glück. Und es ist für dich, ganz speziell für dich, wenn du dich angesprochen fühlst, das finanzielle himmlische Füllhorn des Glückes. Richtig, denn das ist wichtig. Nicht die Füllhörner verwechseln. Ich habe auch gerade noch einen großen Schluck daraus genommen und fühle mich super. Weil ich spüre die Energie von Maria Kron, Metatron, und ich fühle mich wie die Brechmarie, die Bumsmarie, wie die Supermarie, jawohl, die Tochter von Frau Hulle und Herrn Strulle, die kennt ihr alle. Und wenn du da auf dem Sofa dich von mir angespuckt fühlst, dann komm zu mir und ruf mich an. Ich hatte gerade meinen 200. Geburtstag und ich feiere immer noch. Und ich möchte mich mit dir und Melanom abfüllen und einen zwischen die Hörner gießen, bis eine Tür in ein neues Universum geöffnet wird, wo ich nicht so eine enge Jacke tragen muss wie sonst immer und nur Tabletten kriege und an das Metatron angeschlossen werde, das immer so kribbelt im Kopf. Nein, ich will frei sein, denn ich bin die Brigitte aus der Sternenmitte, Frau Holle aus der Hölle, der Zieger von Eschnapur. Ich habe keine Wahnvorstellung, nein, ich bin der Wahnsinn!